Ja, hallo, hier ein neues Tutorial zum Thema Oye como va. Heute geht es um die Baseline schwer, also die anspruchsvollere Version. Eigentlich fehlt dort nur dieser Schlag hier im Gegensatz zur einfachen Version. Der ist weg, also ist diese Pause hier zwischen dem ersten Schlag und dem zweiten Schlag länger. Wir haben ja gesagt, überall wo ein Kreis ist, dort sagen wir ba und wo kein Kreis ist, sagen wir di. Das üben wir jetzt erstmal ganz langsam. Ba, di, 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 ba, di, ba, di, 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 ba, ba, di, ba, di, ba, di, 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 ba, di, ba, di, 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 ba, ba, di, ba, di. Ich würde auch das Video kurz anhalten, damit ihr hier diese Linie sehen könnt und einfach mal eine Zeit lang üben, das so zu sprechen. Ja, wenn ihr da sicher seid, dann könnt ihr die Hände links und rechts mitlaufen lassen. Das heißt, ba, di, 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 ba, di, ba, di, 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 ba, ba, di, ba, di. Das war jetzt bis hierhin. Nochmal. Ba, di, 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 ba, di, ba, di, 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 ba, ba, di, ba, di. Auch wieder Video anhalten, Hände mitlaufen lassen und üben. Die dritte Variante war die, dass ihr quasi diesen Schlag hier immer mit dem Stift macht und diese hier mit der linken Hand so tappt. Dann hättet ihr hier erstmal einen mit dem Stift und danach vier Dis wieder mit der Hand. Ja? Ba, di, 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 ba, di, ba, di, 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 ba, ba, di, ba, di, ba, di, 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 ba, di, ba, di, 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 ba, ba, di, ba, di. Vielleicht ist das am Anfang sogar die einfachste Version für euch. Ich kann es nicht beurteilen. Versucht alle drei Varianten. Das Wichtigste ist natürlich auch das Sprechen. Und dann auch im Originaltempo mit dem Song. Aber das würde ich erst machen, wenn ihr wirklich ganz sicher seid. Viel Spaß beim Üben.